Man hört die Motoren starten. So, damit geht's los. Das hier ist jetzt immer noch Best of 5 Spiel und Platz 3. Ich bin gespannt, wie das hier verlaufen wird. Team Schäufele war ja gerade schon da. Ball liegt jetzt hier im Ekschikaka, hat die Möglichkeit aufs Tor zu gehen. Kriegt ihn aber nicht so ganz. Habinger wieder dazwischen gegangen. Und Jonas ist auch wieder mit am Start. Hat die Daten natürlich ins Team von mir bekommen. Und hier Mercury mit der Chance, den Ball sauber positioniert rechts unten reinzuhauen. 1:0 jetzt hier für Team Schäufele. Und da hat es irgendwie so ein bisschen gefehlt bei Maccabi, hier rechtzeitig zurückzukommen, um da noch irgendwie was zu saven. Wir sind im Kickoff hier wieder relativ deutlich ausgegangen, denn Team Schäufele kann ihn sofort nach vorne spielen. Lucy mit der Chance, spielt den Ball nach vorne, Habinger aber direkt dazwischen gegangen, um hier jeglichen Versuch zu vereiteln. Habinger jetzt die Chance aufs Tor zu gehen, kriegt ihn aber nicht, sofort unterbrochen. Und Shikaka kriegt hier die Möglichkeit, den Ball nach vorne zu spielen. Mercury nimmt den jetzt an. Wieder die Situation hier, wie er es vorhin schon ein paar Mal gesehen hat. Schöner Flick über beide Spieler drüber. Shikaka reagiert nicht rechtzeitig und Mercury nutzt die Chance, um zum 2:0 zu erhöhen. Das war sehr schön, vor allem schnell gespielt. Der schöne Flick über den Verteidiger. Und dann, bevor Shikaka da wieder drankommt, kann er den Ball nochmal nehmen. Und hat dann das Open Net vor sich und schiebt den Ball rein. Ja, genau richtig gemacht. 2:0 jetzt hier die Führung für Team Schäufele. Shikaka jetzt mit der Möglichkeit, den Ball hier nach vorne zu spielen. Kann den Ball hoffentlich nochmal annehmen. Kriegt den Ball über Mercury drüber. Und der Ball kommt sauber in die Mitte rein. Lucy mit der Möglichkeit, aber Mercury schneller oben. Spielt den Ball zur Seite raus. Lässt ihn dort erstmal liegen. Jetzt kommt hoffentlich hier Habinger an, der den Ball nach vorne bringt. Kriegt er den Ball auch noch in die Mitte. Nicht so ganz. Lucy übernimmt aber da die Aufgabe von Habinger. Und Mercury nutzt die Chance aus. Und da war die Rotation auf der blauen Seite nicht ganz so, wie sie sein sollte. Lucy muss natürlich dahin, den Ball wegklären, aber dadurch fliegt er wieder in die Mitte und Mercury hat wieder das Open Net vor sich und erhöht somit auf 3:0. Ja, das spricht schon wirklich deutliche Bände hier. Wir sind im Kickoff jetzt nach diesem 3:0. 1:10 war gerade erstmal gespielt und Shikaka muss den Ball jetzt hier nehmen, denn er wäre sogar reingegangen. Spielt ihn jetzt erstmal an die Sidewall und kriegt einen 50-50 mit Habinger, der auch wirklich 50-50-mäßig ausgeht. Er geht jetzt mal zur Seite und ist mal nicht so gefährlich. Lucy mit der Chance nach vorne zu spielen. Nochmal 50-50-Situation hier und Shikaka kriegt den Ball hier, spielt ihn an die Sidewall. Lucy jetzt mit dem Pass nach vorne zu Shikaka, der dort aber schon wieder nicht mehr ist, der schon wieder rausrotiert ist. Der aber zum Glück jetzt hinten steht, um das Spiel hier sofort unterbinden zu können. Habinger spielt den Ball leicht zurück. Shikaka kriegt ihn dann aber auch wieder nicht in die Mitte, denn Mercury auch schon wieder da. Der hier ohne Boost erstmal versucht, den Pinch zu machen. Kriegt ihn auch sehr gut nach hinten, nach vorne. Aber kriegt ihn sofort wieder nach hinten eben von Shikaka zurückgespielt. Ja, wir haben jetzt noch knapp 3 Minuten auf der Uhr. Und jetzt fällt auch das 4:0. Ich würde gerade sagen, müsste man anfangen, hier Tore zu schießen, wenn man noch gewinnen möchte. Aber hier Mercury den Ball gegen die Wand gespielt und haben ja unter dem Verteidiger durch und über dem nächsten fliegt er dann oben drüber, weil er so hoch bounced. Und geht somit gerade noch ins Tor, fällt gerade nicht gegen die Latte und es steht 4:0. Ja, sauber gespielt, richtig schön erhöht. Sieht relativ deutlich aus. Mercury mit der Chance hier nach vorne zu gehen, kriegt den Ball aus sauber. Shikaka kann ihn dann nicht mehr annehmen. Und Lucy kriegt ihn dann auch nicht mehr. Mercury spielt ihn zur Seite aus. Habinger hatte hier eigentlich die Chance, den 50-50 zu bekommen. Jetzt gibt es hier eine halbe Open-Net-Situation. Ball geht gegen die Latte. Jetzt kommt Lucy, kriegt 50-50 mit Mercury. Und Habinger kann die Situation entschärfen. Spielt den Ball raus. Mercury ohne Boost geht hier hinterher. Kriegt den auch nicht in der Mitte. Jetzt hier vielleicht über die Corner. Auch nicht den Boost. Kriegt den Ball auch nicht weit nach vorne. Denn Lucy kriegt hier sofort den 50 und spielt nach vorne. Nochmal 50-50. Jetzt die Chance, den Ball über die Corner rauszukriegen. Und Shikaka steht und nimmt den Pass an. Sehr, sehr schön gespielt. Ja, das auf jeden Fall. Schon nochmal auf die Situation. Lucy mit dem Pass in die Mitte pincht ihn dann nochmal. Und er fliegt perfekt in die Mitte, wo Shikaka schon wartet und den muss er nur noch einlochen. Ja, und so sah es wirklich aus gerade. Der Ball kam sehr, sehr sauber und Shikaka hat einfach mit dem Frontflip die Möglichkeit, den Ball reinzuspielen. Jetzt Shikaka muss ja dazwischen gehen, sonst hätte Mercury hier sogar noch direkt ins Tor spielen können. Nimmt den Sideboost auf, spielt ihn erstmal in die Mitte, kriegt hier noch einen 50-50, den Shikaka aber erstmal gewinnt, der holt sich den Boost, nimmt den Aerial, aber Habinger natürlich rechtzeitig oben, um sofort hier unterbrechen zu können. Mercury auch schon wieder dazwischen, schon wieder zurückrotiert. Genau richtig, Mercury jetzt hier die Chance mit dem Ball zum Tor zu gehen. Shikaka verpasst hier und Habinger jetzt die Chance, kriegt aber den 50-50. Shikaka kann recovern rechtzeitig. Lucy jetzt hier mit dem Ball nach vorne.
kriegt den 50-50 Mercury und Harbinger beide oben. Jetzt hat hier Team Maccabi die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Kriegen den Ball aber nur in die Corner. Derzeit kann Team Schäufele schon wieder zurückrotieren. Und Lucy kriegt hier den Ball in die Mitte. Chicago verschätzt sich, aber Harbinger kriegt ihn nicht ins Open Net rein. Hier war die Chance, zum 5:1 zu erhöhen. Ja, das ist an sich ärgerlich, wobei es natürlich schon 4:1 steht. Von daher ist das im Moment auch noch verkraftbar hier für Team Schäufele. Und jetzt die Chance. Ah, da wollte er den Ball wahrscheinlich links an Chicago vorbeispielen. Aber hat den Winkel nicht gerade so bekommen. Jetzt kommt der Konter. Chicago hat das halbe Open Net vor sich. Entscheidet sich aber trotzdem nochmal gegen die Wand zu spielen und den letzten Verteidiger auszunehmen. Lucy in der Mitte mit dem 4:2. Ja, genau richtig gespielt. Lucy spielt hier schön gegen die Wand, um Mercury rauszuhalten. Und Lucy sauber positioniert in der Mitte, um den Ball reinspielen zu können. Genau so muss es machen. Sauber gemacht hier. Er steht 2:4. 1:11 noch genug Zeit, um 2 Tore zu schießen, um auszugleichen und dieses Spiel auch noch zu gewinnen. Ich erinnere, es ist eine Best-of-5-Series. Das heißt, wir sehen hier maximal 5 Spiele und jetzt steht es hier 5:2 unglücklich. Lucy hatte hier eigentlich die Chance, den Ball zu safen. Mercury hat eine jede Menge Zeit, um auf den Aerial zu gehen. Er tippt auf den Boden und Lucy ist da etwas misspositioniert und kommt so oder gerade nicht mehr an den Ball ran. Und somit wird hier auf 5:2 erhöht und noch mit 1 Minute auf der Uhr wird das ziemlich knapp, hier noch das Spiel zu drehen. Ja, da kann ich dir absolut nur recht geben. Mercury hier nochmal mit der Chance, Lucy kommt nicht rechtzeitig hinein und schon wieder ein Tor, 6:2 jetzt. Wieder ein schöner Aerial von Mercury hier. Hat er wieder jede Menge Zeit und der fliegt dann hinten ins Tor und Lucy steht dann auch hinten im Boost und kommt so nicht mehr hin und das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, wir kennen diese Situation mit, da brennt nichts mehr an. Richtig. Und da könnte es jetzt wirklich der Fall sein, dass nichts mehr anbrennt. Harbinger hier 50-50 und kriegt den Ball dann nochmal auf die Stoßstange und nach vorne zu gehen, Chicago, aber da, ohne den Ball zu Lucy zu spielen. Lucy fährt hier aber leider Gottes dran vorbei, kriegt aber jetzt vielleicht den Ball in die Mitte. Mercury aber rechtzeitig dort, um den Ball anzunehmen. Und nimmt die Open-Net-Situation, aber spielt den Ball zu weit links am Tor vorbei. Harbinger jetzt nochmal den Ball an dieselbe Stelle quasi. Wollte hier den Ball direkt dann aufs Tor, aber Lucy rechtzeitig da. Kann den Ball hier vielleicht annehmen, aber Mercury unterbricht ihn sofort. Mercury jetzt die Chance hat, beide Verteidiger. Und hier Open-Net-Situation wieder 7:2 für Team Schäufele. Und jetzt wird hier immer weiter draufgehalten. Steht 7:2 mittlerweile. Schön ausgespielt von Mercury. Und der ist hier gerade on fire. Ja, absolut. Mercury macht hier gerade irgendwie so ein bisschen sein Spiel. Und da sehen wir mal, wie es hier weitergehen wird. Mercury hat sich hier den Boost geholt, Chicago auch, aber Chicago ist da rechtzeitig dran. Versucht hier nochmal den Double Touch irgendwie zu bekommen. Kommt aber nicht rechtzeitig rüber. Jetzt Harbinger hier 50-50 Situation mit Lucy, der den Ball nach vorne drücken kann. Aber Mercury auch schon wieder da. 13 Sekunden jetzt noch, die Zeit reicht nicht mehr, um hier so viele Tore aufholen zu können. Und hier noch ein Tor. Jetzt sind sie mit 6 Toren in Führung. Das ist das 7. Tor aus 8 Schüssen für Mercury. Spielt hier schön am Gegner vorbei und nimmt es in das Open Net. Was man natürlich im 2v2 des Öfteren mal sieht. Ja, im 2v2, da fehlt halt einfach dieser dritte Spieler, der immer gerne nochmal absichert an der Mittellinie, wo er hinten rumrotieren kann. Das ist eben dieses Tour und Tour, also das ist dieser Gedanke dahinter, dass man wirklich sauber spielen muss und keine Fehler machen sollte. Das ist dann nicht so kritisch wie One-on-One, aber immer noch kritischer als 3v3. Da fehlt dann einfach dieser eine Spieler, der das noch entscheiden könnte. Und jetzt hier nochmal ein bisschen Aufgabe von Chicago, schön noch ausgespielt. Aber das reicht dann leider auch nicht mehr bei einer Sekunde. Ja, wir werden jetzt so einen schönen Kickoff sehen. Und dann war's das. So ist es. Das erste Spiel geht an Team Schäufele. So ist es, Team Schäufele gewinnt hier jetzt in dieser Best of 5 Series das erste Match. Und vielleicht hat hier Mercury die Chance, direkt wieder sauber nach vorne zu gehen. Aber Chicago hier die Möglichkeit auf Source gehen. Das war sogar sehr, sehr gefährlich. Mercury kommt hier noch rechtzeitig. Lucy da nicht schnell genug vorne. Und jetzt hat Mercury wieder die Chance, spielt hier auch mit den letzten Verteidiger aus. Das war sehr schön, vor allem richtig schnell gespielt. Mercury voll und hier den eigenen Ball, da kommt der leider Gegner nicht dran. Aber hier den letzten kann er nochmal schön mit dem Flick ausnehmen und es steht 1:0 wieder. Ja, nach einfach 11 Sekunden steht es ja schon wieder 1:0 für Team Schäufele. Und Mercury fängt genau da an, wo er das Spiel aufgehört hat. Da kann ich dir absolut nur recht geben, er nutzt hier wirklich seine Situation. Lucy mit dem Ball nach vorne, jetzt die Chance vielleicht damit. Nein, Mercury kommt hier wieder schnell genug und klärt den Ball extrem weit nach vorne. Direkter Aerial hier hinterher. Chicago fehlt ihnen aber genauso wie Mercury und Lucy jetzt hier die Möglichkeit. Chicago hier nochmal leider. Hätte den Ball annehmen können, aufs Tor gehen können.
Und Chicago wird jetzt demolished und dann direkt nochmal der Bump hinterher, wodurch Team Schaufler erstmal sehr, sehr viel Zeit hat, um nach vorne zu gehen. Lucy kriegt den Ball, spielt ihn nach vorne. Mercury jetzt hier nochmal mit der Chance, kriegt den 50-50 an mit Chicago. Und Hubbinger kann sich jetzt hier sehr, sehr lange Zeit lassen. Hätte sogar den Powershot aufs gegnerische Tor machen können. Und Lucy nimmt den Ball erstmal ohne Stress hier an. Der Schuss gegen das Backboard, den konnte er leider nicht aufs Tor bekommen, weil er ihn auch da war. Den musste er dahin spielen. Aber da war Hubbinger natürlich nicht in Position, den Ball zu nehmen. Jetzt der schöne Flick gegen den Pfosten und der ist leider nicht drin. Natürlich ein bisschen unlucky, ist hier die Möglichkeit, den Ball zu clearen. Hubbinger misst den. Und wo kommt Mercury? Der steht hinten, sichert hinten ab, schießt in die Kante, damit er sich ihn selbst vorlegen kann und kann den Ball hier wieder rausclearen in die Hälfte des Gegners. Ja, kriegt den Ball hier wieder nach vorne. Hier fehlt Lucy, der zum Ball hätte hingehen müssen. Und Mercury hat dadurch die Chance, direkt einfach aufs Tor reinzugehen. Oh, das ist leider nicht so gut gelaufen. Mercury hat da jede Menge Zeit. Kein Gegner, der da contestet und sagt, jo, ich hätte gerne den Ball. Keiner da. Mercury hat jede Menge Zeit und Platz und kann einfach das machen, was er will und was er kann, Tore schießen. Ja, das kann er wirklich. Wir haben es im letzten Spiel ja schon gesehen. 7 Schüsse waren das, glaube ich, und 6 Tore oder waren es 8 Schüsse und 7 Tore? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war so viel. Jetzt Lucy hier aber die Chance, nach vorne zu gehen. Beide Mates eigentlich hier direkt vorbei von Maccabi noch die Chance für Team Schäufer nach vorne zu gehen. Hat aber dann nicht so ganz gereicht. Mercury hier wieder die Chance über die Wand. Kommt aber nicht so ganz in die Mitte. Lucy jetzt hier die Möglichkeit mit dem weiten Clear. Hat dann nicht so ganz gereicht. Hubbinger hier steht sauber in der Mitte. Lucy mit dem Touch zur Sidewall. Nimmt ihn dann selber nochmal an. Aber Mercury sieht das natürlich und spielt den Ball dann ins Net ran. Chicago kommt ja nicht schnell genug nach oben. Wieder sehr schön gespielt von Mercury. Lucy riecht den Ball ja nicht auf den Wagen. Mercury nutzt es, contestet hier weg und kann sich den Ball jetzt erstmal vorlegen, um den zweiten Tipp zu bekommen. Um den zweiten Verteidiger vorbeizuspielen. Jetzt steht es 3-0 nach 2 Minuten. Ja, das ist nicht ganz so deutlich, wie wir es vorhin gesehen haben, aber auch schon, spricht schon deutliche Bände so an sich. Mercury hier wieder mit einem schönen Safe sehr weit nach vorne klebt. Mercury nochmal mit der Chance, aber der Ball zu nah an der Wand und er pincht ihn raus zur linken Seite. Dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, hier wieder in die Mitte zu spielen. Lucy kommt aber rechtzeitig und klebt ihn weit, weit nach vorne mit der Möglichkeit, eigentlich ins Tor zu gehen. Aber da ging der Ball dann leider ein bisschen zu weit rechts rüber. Lucy hier nochmal mit dem Unterbrechen dieser Aktion. Chicago muss ja, wird hier aber weggebannt von Mercury. Mercury packt dir den Inner Merc aus. Und hier schauen wir mal, Hubbinger mit dem langen Clear. Und jetzt der perfekte Bump von Mercury, weil der Verteidiger hätte ihn nämlich gesaved, aber dank Mercury ist kein Verteidiger mehr da. Genau. Den er saven könnte. Sehr, sehr schön hier gemacht von Mercury. Sehr gut überlegt, anstatt den Ball zu spielen, einfach den Gegner zu spielen, könnte man sagen. Um hier die Situation einfach zu machen, dass der Ball direkt reingeht. Chicago jetzt mit der Chance, den Ball wieder rauszuspielen. Geht immer noch gefährlich. Mercury den Ball ans Backboard. Das könnte Hubbinger gekommen. Kriegt den Ball nicht so ganz durch. Nochmal zu Mercury. Mercury wollte ihn direkt ins Tor bringen, aber Chicago mit aller Energie geht er dazwischen. Kriegt den Ball eigentlich zum Open Net, aber nicht ganz rein. Nochmal ans Backboard. Kommt aber zu weit rüber und Mercury geht hier rechtzeitig noch dazwischen. Der wäre sogar reingegangen. Von dem Winkel hat man es gar nicht so gut gesehen. Mercury ist ja out of position. Lucy nutzt seine Chance und schießt hier das erste Tor in diesem Spiel. Da kann Mercury ja nicht in Time drehen. Dadurch liegt der Ball da. Und Lucy kann das Open Net quasi nutzen. Da war nicht viel Gegenleistung oder Gegenwehr der Verteidigung, weil Mercury da eben misplaced ein bisschen stand. Aber 1-4. Da ist auf jeden Fall noch genug Puffer auf der anderen Seite. Ja. Absolut, wir haben ja noch 2 Minuten, das könnte absolut noch reichen, um hier diesen Win zu holen. Chicago jetzt die Möglichkeit, Hubbinger aber rechtzeitig da, der wird dann nicht umspielt. Und hier fehlt so ein bisschen Aktion, Lucy fährt hier leider am Ball vorbei, verschätzt sich. Der Ball springt leider einfach über drüber, aber Chicago jetzt hier über die Sideball, will mit dem Backboard drüber gehen, schafft es nicht so ganz. Mercury steht hier, spielt den Ball aber auch nur noch vorne. Jetzt hat Lucy hier wieder die Chance, mit dem Ball aufs Tor zu schießen, aber Hubbinger klärt ihn wieder weit nach vorne. Jetzt ist es gerade so ein bisschen Ping-Pong auf der orangenen Hälfte und der Ball geht weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung so richtig deutlich. Da fehlt so ein bisschen Aktion hier. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem werden hier noch 3 Tore benötigt für einen Ausgleich. Und da müsste man jetzt anfangen, hier mal ein paar Teamplays zu createn, um hier irgendwas gegenzusetzen, weil die Zeit läuft und die wird auch nicht wirklich besser. Ja, 1 Minute noch. Lucy hatte gerade noch einen schönen Safe gemacht. Chicago jetzt vielleicht eine Möglichkeit, wenn er Boost hat. Hat er offensichtlich nicht. Man sieht es, er tuckert da hinterher.
kriegt jetzt auch nicht den Boost in der Mitte, nimmt Lucy mit, spielt den Ball in die Mitte. Hier fehlt natürlich jetzt die Anspielstation. Lucy kommt ja auch nicht rechtzeitig dazwischen. Der Mercury schon lange oben. Chicago immer noch ohne Boost unterwegs. 12er Pad hier gehabt. Boost ist schnell zurück, damit er den nächsten Boost holen kann. Mercury verschätzt sich etwas. Lucy mit dem Ball nach vorne. Chicago mit dem Follow-up. Trifft den Ball. Jetzt hat hier Lucy vielleicht die Chance. Mercury schon lange zurückrotiert. Spielt den Ball erstmal ungefährlich darüber. Da kann er erstmal liegen. Da ist es nicht so wild. Aber Lucy nutzt hier seine Chance, um nochmal an den Ball hinzukommen. Ball liegt jetzt in der Mitte. Chicago vielleicht die Chance, da reinzugehen. Ball geht noch an die Latte. Nein, er geht direkt rein. Chicago muss hier gar nichts mehr machen. Jetzt schauen wir nochmal. Ein bisschen Miscommunication hier auch wieder. Da ging es halt auf den Ball und Chicago kann den rausdruckenden Ball nehmen und ins Tor schießen. Und Harbinger konnte auch nicht wirklich in Time recovern, was auch ziemlich schwer war, weil er am Pfosten hing. Aber 4:2, 18 Sekunden, der Traum existiert noch, aber es wird verdammt schwer. Ja, das wird verdammt schwer und jetzt muss auch so langsam hier dieses Tor entstehen. Lucy mit der Chance, den Ball jetzt direkt in die Mitte rein. Der könnte sogar reingehen, aber Harbinger steht genau richtig, um den Ball rauszuklären. 5 Sekunden noch, der Ball geht ins Tor. Nein, es erhöht ja auch noch Team Schäuferle. Da musste natürlich Risiko eingegangen werden bei 18 Sekunden. Und dann passiert es halt auch, dass man noch das Gegentor kassiert, wobei das ja relativ egal ist, ob es jetzt 2:4 oder 2:5 ausgeht. Aber die Chance auf den Ausgleich, der war natürlich da und den konnte man natürlich nur mit genug Risiko verwirklichen. Ja, schade, dass das jetzt hier so abgelaufen ist. Er steht also jetzt hier 2:0 in diesem Spiel für Team Schäufele. Das könnte ein sauberer Sweep werden und ja, wie gesagt, Sweep, das ist, bedeutet nämlich jetzt, wenn das nächste Match hier von Team Schäufele gewonnen wird, dann haben sie diese Best-of-5-Series gewonnen. Was mich ein bisschen enttäuscht, dass Mercury kein Merc fährt. Stimmt eigentlich, vom Namen her hätte man das eigentlich fast erwarten können. Aber wenigstens schöner Kickoff hier, Lucy aber noch mit der Chance, spielt den Ball rüber nochmal an Mercury. Es ist bei ihm immer noch eine Witte und nochmal 50-50 und hier fast nochmal, aber Lucy kann den Ball dann endlich vor Beispiel Mercury verpasst hier. Lucy mit der Chance, den Ball zum Tor zu spielen, er kriegt ihn auch noch rein, oh Gott, ganz, ganz knappe Kiste hier. Und Mercury hat ihn sogar fast noch gesaved, der war sogar am Ball dran. Schon immer Lucy mit einem schönen Schuss aus einem relativ schwierigen Winkel. Mercury war noch dran, kriegt ihn noch gegen den Pfosten, aber das reichte dann nicht, um den Ball hier zu saven. Und es steht 1-0. Ja, also wirklich sehr, sehr schön gespielt hier. Lucy mit sauberer Winkel den Ball zum Tor bzw. ins Tor gebracht und hier wieder die Chance nach vorne zu gehen. Follow-up hier nochmal ans Backboard. Jetzt kommt der Ball in die Mitte, aber da fehlt dann hier Chicago, der den Ball aufs Tor schießen kann. Mercury und Harbinger committen hier beide zu diesem Ball und jetzt muss Lucy hier dazwischen gehen. Spielt den Ball hier rüber. Chicago möchte hier den Ball noch annehmen, kriegt ihn aber nicht ganz. Jetzt muss Lucy hier hinterher. Mercury aber schon schnell oben, um den Ball wieder nach vorne zu spielen, um die Möglichkeit jetzt selber zu haben, vielleicht hier ein Tor zu schießen, denn er spielt in die Mitte. Jetzt fehlt hier Harbinger noch, der von der linken Seite ankommt. Mercury immer noch weiter im Angriff. Chicago verfehlt hier auch leider den Ball und jetzt kommt der Ball in die Mitte. Man hört schon Harbinger mit seinem Money Boost. Jetzt hat er hier die Chance, mit einem Aerial hinzugehen. Mercury trifft ihn aber nur leicht. Harbinger verfehlt ihn leider und Chicago holt sich jetzt erstmal einen Boost. Lucy übernimmt hier die Aufgabe, den Ball nach vorne zu spielen. Mercury drückt ihn da erstmal an die Wand. Das ist aber immer noch relativ gefährlich, denn der Ball geht jetzt hier in die Mitte. Chicago hat hier die Möglichkeit. Jetzt hat Lucy die Chance und Chicago kriegt den Ball und... Nein! War die Chance, das Open Net auf 2:0 zu erhöhen. Wurde er nicht genutzt. Das ist natürlich ärgerlich, aber jetzt muss natürlich weiter geschaut werden, wie man mit der Situation umgeht. Ja, 1-0, das ist nicht das, was wir erwartet haben und das ist auch nicht das, was wir gesehen hatten im letzten Spiel. Jetzt aber Mercury, das ist genau das, was wir die letzten Spiele gesehen haben, hat er die Chance, einfach aufs Tor zu gehen. Da kommt der Bump, der Bump sich gegenseitig an der Wand, dass sich Mercury wieder Unmengen an Zeit gibt, weil beide Spieler ja recovern müssen. Und das konnten die in der Zeit, wo Mercury schon den Ball ins Tor befördert hatte, nicht schaffen. Ja, absolut nicht. Hier Kickoff geht relativ deutlich für Team Schäufele aus, aber Chicago rechtzeitig da, um den Ball wieder nach vorne zu spielen. Mercury in der Zeit wieder Boost geholt, der Ball kommt sehr, sehr gefährlich. Hier muss Lucy hier nehmen, den kriegt er auch, spielt den sauber hier rüber. Chicago mit dem Follow-up verpasst hier leider den Ball, aber Lucy kriegt hier die Chance aufs Tor zu spielen. Mercury in der Zeit aber wieder Boost geholt, voller Boost-Tank direkt nach vorne und nimmt sich gleich auch noch den 100er Chicago-Spiel nach vorne. Harbinger steht da aber auch gleich und ist nach vorne rotiert, um den Ball hier anzunehmen. Ein bisschen Verwirrung hier jetzt in der Mitte, jetzt die Möglichkeit für Lucy vielleicht den Ball nach vorne zu spielen, aber Mercury auch schon wieder da. Ball geht aber erstmal zur Seite raus und Mercury wird aus dem Spiel rausgenommen, um erstmal hier atmen zu können ein wenig. Boost wird hier aufgetankt, Chicago spielt den Ball nach vorne, aber Mercury in der Zeit natürlich respawned. 3 Sekunden war er weg und jetzt hat Mercury hier die Chance, den Ball vielleicht in die Mitte zu spielen. Harbinger, nein, er kriegt den Ball nicht so ganz und
und Chikaka rechtzeitig wieder da, um den Ball wieder nach vorne zu spielen. Und der Gegenangriff. Chikaka nutzt dann die Situation. Harbinger stand schon in der Mitte, hat auf den Pass von Merkel gewartet, der aber nicht kam. Und dadurch war hinten keiner zu Hause. Und Chikaka nutzt das Open Net, um hier wieder zur Führung zu kommen. Ja, einfach sauber gespielt hier. Einfach diese Chancen und diese Fehler nutzen. Sowas, so muss man es einfach machen, um Tore zu schießen. 2:1 jetzt hier für Maccabi. Sie müssen hier auch dieses Match gewinnen. Aber Mercury mit der Chance, der Ball geht auf den Pfosten nicht ganz rein. Lucy passt hier aber Harbinger auch nicht da, um hier noch irgendwas zu verwandeln. Lucy hat hier also die Zeit, um den Ball nach vorne zu spielen. Das tut er auch. Und Harbinger trägt den Touch nicht so richtig sauber, spielt den eigentlich selber in die eigene Hälfte. Mercury aber rechtzeitig noch da. Und der Ball über die Boards, den Ball kommt da gefährlich in die Mitte und Lucy hat ja eigentlich die Chance, zum Ball zu gehen, ist aber nicht da, wartet hier im Tor, kriegt dafür aber auch jetzt hier diesen Save. Mercury will mit der Chance aufs Tor zu gehen, Lucy mit einem sehr, sehr gefährlichen Touch, der auch noch an den Pfosten geht, uiuiui. Wir haben fast das nächste Eigentor gesehen, aber gerade so nicht und das war natürlich immer noch die Führung hier. Und wo ist Harbinger? Da ist er, schiebt den Ball nur in die Mitte, kriegt den Ball nicht gecentert für Mercury. Der hier wieder den Contest hat und wir spielen wieder eine Partie von Ping-Pong und mehreren 50-50s. Harbinger kann den Ball centern, da ist aber nicht Mercury, da wir wieder 2v2 spielen. Haben natürlich keinen dritten Spieler, der da den Ball annehmen könnte. Und Lucy jetzt hier mit dem Counter-Attack. Mercury schiebt den Ball in die Mitte und kriegt den hier richtig schön rausgepinscht mit dem Gegner. Ja, jetzt bin ich gespannt, was hier für ein Follow-up kommt. Hier kommt Mercury selber an und schießt ihn dann nur noch selber ins Tor. Also sehr, sehr schöner Clear durch diesen Pinch nach vorne, den er dann selber follow-upen kann, um hier das Tor zu verwandeln. Chikaka verschätzt sich hier dann leider ein bisschen. Jetzt steht es 2-2. Also es ist hier immer noch drin, dass man mit diesem Match die Series holt und Platz 3 belegen kann. Ja, das auf jeden Fall. Oh, sehr, sehr schönes Tor. Direkt der Fernschuss von Lucy. Wir schauen nochmal auf den Kickoff. Relativ sauberer 50-50, neutraler Kickoff. Lucy ist hier gecheatet, ihn jetzt zu Harbinger, und kann hier so den Ball zuerst bringen. Ja, da war er einfach zur Stelle und hat ihn wirklich mit Supersonic einfach ins Tor geschossen. Ist einfach nur dagegen gefahren. Chikaka jetzt hier die gleiche Möglichkeit, spielt ihn aber in die Corner. Hat dadurch vielleicht nochmal eine Chance. Mercury unterbricht es, hat jetzt selber hier die Chance wieder mit dem Dribble. Wir haben das vorhin schon ein paar Mal gesehen. Wir schauen uns an, was er hier macht. Er möchte ein bisschen Mindgame, hat wahrscheinlich auch keinen Boost mehr. Harbinger muss jetzt hier dazwischen gehen, verpasst den Ball. Und Chikaka hat die Möglichkeit, den Ball in die Mitte zu spielen und kriegt den Ball auch noch rein. Mercury hier nicht rechtzeitig zurück. Sehr schön gespielt hier. Ein Gegner vorbei hat natürlich am Ende hier einen Spitzenwinkel, den er relativ gut gelöst hat. Sieht hier, dass er bald gegen das Backboard fliegt und kann ihn dann nochmal blocken, sodass hier Mercury den Ball, den Safe nicht bekommt. Kann einfach mal passieren. Man muss beim Carsten einfach schnell reden und dann ist es nun mal einfach so. Harbinger jetzt mit der Chance, den Ball nach vorne zu bringen, aber Lucy rechtzeitig noch da. Und Lucy hier nochmal die Chance, holt sich aber erstmal den Boost. Mercury nimmt hier den Ball an Harbinger, fährt dann erstmal ins Leere. Da fehlt wieder so ein bisschen Kommunikation. Und Mercury schafft es nicht, den Ball zu dem Harbinger, aber jetzt mit dem weiten, weiten Clear nach vorne. Lucy steht da aber sofort, um den Ball wieder zurückzuspielen. Das ist wieder so ein bisschen Ping-Pong hier. Aber Mercury mit der Chance, weiter nach vorne zu gehen. Kriegt den 50-50 und sehr, sehr weit in die blaue Hälfte rein. Hier fehlt dann ein bisschen der Follow-up von Harbinger. Der fehlt mir so ein bisschen. Aber Mercury kriegt den Ball gefährlich in die Mitte. Harbinger konnte dann den Ball nicht mehr annehmen. Mercury möchte ihn jetzt aber hier haben. Chikaka kriegt aber den sauberen Pass. Mercury und beide gehen vorbei. Wir haben jetzt hier noch 7 Sekunden Zeit. Das reicht aber wohl nicht mehr für Team Schaufelder, dann noch rechtzeitig irgendwie 2 Tore zu schießen. Nein, das ist vorbei. Das bedeutet, Maccabi verkürzt hier in dieser Series auf 1:2. Dir nur recht geben. Wir haben hier immer noch Matchpoint-Spiel und ja, also die ersten 2 Matches in dieser Series waren relativ deutlich. Währenddessen das hier jetzt eigentlich genau andersrum geschlagen ist. Maccabi hatte hier sehr oft die Chance, aufs Tor zu schießen und hat die Chancen dann auch genutzt. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel jetzt verlaufen wird. Vielleicht das letzte dieser Series. Und Chikaka hier wieder mit der Möglichkeit, den Ball gefährlich auf das gegnerische Tor zu bringen. Geht aber zu weit recht. Harbinger springt hier noch zur Sicherheit, um möglichen Schuss ablocken zu können. Mercury hier wieder nach vorne. Hat nicht mehr so viel Boost. Chikaka
kriegt den hier aber auch nicht rechtzeitig. 50-50 mit Mercury. Und Chicago spielt noch Harbinger vorbei. Chicago kriegt den in die Mitte. Da fehlt aber dann Lucy und er hat selber keinen Boost mehr, um da hinterher zu kommen. Deshalb erstmal die Aktion abgebrochen. Gefährlicher Ball ist in der Mitte. Chicago kriegt ihn aber noch rechtzeitig, umspielt Harbinger. Und Mercury springt dazwischen, aber Chicago blockt ihn selber wieder ab und kriegt ihn jetzt in die Mitte. Jetzt die Möglichkeit für Lucy hier den Ball zu spielen. Aber Mercury zur Stelle, um ihn erstmal hoch und weit raus zu clearen. Lucy verpasst ja leider den Ball ein wenig. Chicago dafür die Möglichkeit, jetzt wieder weit nach vorne zu klären. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele gefährliche Aktionen hier gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Und das auch auf beiden Seiten. Lucy vermisst wieder den Ball. Mercury dribbelt hier Chicago aus. Hat jetzt eine relativ gute Chance, hier den Ball zu centern. Aber Lucy ist zur Stelle, in der Rotation wieder da. Und mit dem hohen Clear ins gegnerische Feld. Und Chicago kriegt den sogar. Und hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, den zu centern. Und Harbinger muss jetzt dahin, um den Ball hier rauszubekommen. Ja, er kriegt da auch den Ball noch weg. Lucy hatte die Chance, ist dann aber ins Leere schon, weil Harbinger vorher den Ball noch berührt hat. Und Chicago kriegt den jetzt hier. Sehr, sehr gefährlich. Mercury hätte fast hier den Pass noch bekommen von Chicago, aber es ging gerade noch gut. Chicago jetzt hier über die rechte Seite, kriegt den Ball noch nach vorne, nimmt sich noch den gegnerischen Boost, kriegt den Ball da fast noch durch, aber Harbinger sieht das natürlich und springt hier rechtzeitig dazwischen. Mercury mit der Chance, in den Redirect zu machen Richtung Tor. Aber da steht natürlich Chicago sofort, um den Ball wieder clearen zu können. Also es geht hier wieder hin und her und hin und her. Und noch richtig ist keine Situation hier so gefallen, dass man sagen könnte, okay, das ist wirklich deutlich für ein Team. Nee, und deswegen schießt er auch 0-0. Beide Teams wollen keinen Fehler machen. Jetzt hier der Pinch wieder zurück in die Mitte. Das könnte gefährlich werden. Aber beide Spieler vermissen hier leider den Ball. Das wäre auf jeden Fall eine gute Chance gewesen. Und Mercury contestet jetzt wieder schnell den Ball, um den Ball in die gegnerische Hälfte zu bekommen, um ein bisschen Luft für Team Scheufele zu bekommen. Boostreserven können wieder aufgefüllt werden. Ja, hier wird wieder durchgeatmet und das Eigentor von Mercury. Hier hätte er vielleicht seinen Teammate spielen lassen sollen, denn der steht im Tor und kann ihn ja rauspassen. Mercury sollte hier eigentlich nicht zu diesem Ball gehen. Ja, Harbinger stand in Position, ist gerade aus dem Ball hingefahren, hätte ihn wunderschön rausklären können. Aber Mercury mit dem unglücklichen Touch und damit steht jetzt 1-0. Ja, 1-0 hier für Maccabi, die Chance haben, hier auszugleichen in dieser Series. Aber Mercury faked hier erstmal Chicago, der vorbeifährt. Und Lucy hatte ja aber nochmal die Möglichkeit, auszusehen. Jetzt Chicago muss den Ball hier hinten nochmal annehmen. Geht hier gerade zurück, holt sich noch den Boost. Und jetzt muss Lucy dazwischen gehen. Er hat ein bisschen bessere Möglichkeit, den Ball stark wegzuspielen. Aber Mercury sieht das und positioniert sich erstmal gleich richtig, um den Ball da annehmen zu können. Und jetzt die Chance, mit dem Ball auf die Mitte zu gehen. Da ist er auch. Und Harbinger hat jetzt die Möglichkeit, hier aufs Tor zu schießen. Kriegt den Ball nicht so richtig Richtung Tor, damit er wirklich reingehen kann. Dafür Chicago jetzt andersrum wieder die Möglichkeit drauf zu gehen. 50-50 mit Mercury. Ball geht aber gefährlich in die Mitte. Und Lucy hat die Chance, kriegt den Ball aber nicht aufs Tor, sondern nur neben das Tor. Mercury spielt ihn jetzt erstmal an die Seite. Kann selber noch Follow-Uppen über die Sidewall. Und kriegt den Ball hier erstmal mit einem 50-50 nicht wirklich weiter nach vorne. Dafür Harbinger hier hinterher. Ball geht schön in die Corner rein. Jetzt hier sauberer Pass. Mercury kommt nicht rechtzeitig da noch an den Ball hin. Und Chicago holt sich jetzt den Boost, nimmt sich die Zeit, den Ball erstmal nach vorne zu spielen. Lucy fehlt hier in der Mitte, um den Pass annehmen zu können. Der ist aber dafür jetzt rechtzeitig hier hinten, um diesen Ball hier zu safen, diesen Pass hier noch abzublocken. Jetzt geht's hier wieder in Richtung Team Scheufele und das war wieder sehr, sehr gefährlich. Mercury gerade rechtzeitig noch reingesprungen. Kann er den Ball aber dann auch nicht mehr annehmen. Dafür Lucy blockt ihn sauber ab. Ball in der Mitte, aber Harbinger kriegt ihn schön auf die Stoßstange, damit er ihn erstmal nach vorne spielt. Und hier wahrscheinlich Open Netz. Lucy kommt hier rechtzeitig. Schöner Safe hier noch, aber geht immer noch gefährlicher. Mercury nochmal die Chance, wie Kacke. Rechtzeitig noch im Zwischengang. Also sehr, sehr schöne Saves hier, die gerade gefallen sind. Ja, zwei starke Chancen hier für Mercury. Und da wir noch einen Minute auf der Uhr haben, gehe ich immer davon aus, dass wir hier noch ein bisschen spannenderes Match sehen und zumindest noch ein weiteres Tor. Mercury kann hier den Seitenwechsel einleiten, kommt über die rechte Seite, kann jetzt in die Mitte passen, was aber gut geblockt wird. Harbinger spielt ja leider ins Leere und jetzt hat Lucy die Chance, den Konter einzuleiten. Mercury steht ein bisschen misplaced, kann aber zu seinem Teammate passen. Chicago mit dem schnellen Contest und jetzt muss der raus. Schöner Hit von Mercury. Aber Lucy wieder zur Stelle, um die Pressure aufrecht zu erhalten. Und jetzt haben wir knapp 3 Sekunden Zeit und das 2-0. Ja. Jetzt wird es eng für Team Scheufele. Ja, sehr, sehr schön hier gemacht. Chicago dreht hier rechtzeitig um, so dass Mercury da noch nicht an den Ball hinkommt. Harbinger verpasst hier leider und Lucy steht sauber in der Mitte, um diesen Pass annehmen zu können und ihn einfach verwandeln zu können. Hier erhöht jetzt wunderbar Maccabi, das heißt, sie können in dieser Series noch ausgleichen.
Und jetzt fehlen hier noch, oder es fallen hier noch besser die 30 Sekunden. Harbinger kann den Ball nochmal nach vorne spielen. Jetzt müssen hier schnell zwei Tore fallen für Team Schäufele. Ansonsten hat Maccabi hier aufgeholt in dieser Series und kriegt vielleicht den Reverse-Sweep noch hin. Gefährlicher Ball hier in Richtung Team Schäufele. Chicago kriegt den Ball dann nochmal rein. Lucy hat jetzt hier die Möglichkeit, dazwischen zu gehen. Kommt auch, Pass in die Mitte. Jetzt könnte hier Chicago kommen. Kommt auch und schießt das Tor. Nochmal 3:0. Sehr, sehr schöne Aktion hier. Also jetzt hat Maccabi, jetzt ist Maccabi aufgewacht. Und kann ja wirklich noch Tore verwandeln. Ja, und jetzt ist die Frage, werden wir den Reverse Sweep sehen? Oder nicht? Weil die Partie wird wahrscheinlich jetzt die Series 2:2 ausgehen lassen. Oder nicht ausgehen lassen, aber stehen lassen. Und wir werden in ein Game 5 gehen, wo es dann um den dritten Platz geht. Dann das Spiel, was, also das Team, welches dieses Spiel gewinnt, ist eben Dritter. Weil Maccabi hier gewinnt und es steht 2:2. Ja, 2:2 in dieser Series. Das heißt, jetzt geht es wieder wirklich um. Schnell noch hier das Overlay wegmachen, denn die unteren brauchen wir nicht, die Kamera-Settings. Wir sind im Kickoff. Das letzte Spiel dieser Series geht erstmal sehr ausgeglichen aus. Der Kickoff war Mercury hier sofort wieder dazwischen gegangen. Der will es jetzt natürlich wissen. Der will das letzte Spiel jetzt hier auch noch gewinnen. Aber Lucy hier im 50-50. Mercury gewinnt den relativ deutlich. Chicago spielt den weiter nach vorne über die Corner. Hat aber wohl keinen Boost mehr. Er faked das Ganze. Mercury sieht es aber und lässt sich davon nicht beirren. Aber dafür Lucy in der Zeit schon wieder da. Und jetzt hier die Chance und das Tor zu schießen. Und Lucy kriegt den Ball hier auf das Tor. Sehr schön gespielt. Aber er hat auf derjenigen Zeit haben. Er hat da gezögert. Wusste nicht genau, wie der Ball bounce. Hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Und das nutzt Lucy aber gnadenlos aus, was man hier auch machen muss, um die Series zu gewinnen. Ja, da kann ich dir absolut nur recht geben. Also, es sind wieder 25 Sekunden hier vergangen und Lucy hat ja schon wieder die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Der Ball hätte wirklich gefährlich werden können, hat aber nicht so ganz gekriegt. Und jetzt sind die Chancen, Mercury verschätzt sich. Und hier wieder der Druck von Lucy, dem Gegner hier keine Zeit geben. Hat den Direktkontest, hat er ihn ja nicht gebannt? Du meinst hier? Ja, es war halt, er ist halt quasi auf den Ball draufgefahren und hat auch noch Mercury mit erwischt. Er ist halt wirklich einfach, hat gesehen, okay, Mercury kriegt den Ball nicht und fährt hier einfach volle Kanone drauf. Also sehr, sehr schön gemacht. Chicago jetzt mit der Möglichkeit umspielt Harbinger, kriegt den 50-50 Mercury und jetzt hat Lucy hier vielleicht die Chance, über die rechte Seite hier Richtung Tor zu gehen. Er kommt auch hier, glaube ich, schon an. Nein, da fehlt es einfach hier mit dem Follow-up und er geht gefährlich gegen die Latte. Mercury hier nochmal gegen das Backboard. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Aerial zu machen. Geht rechts an die Seite und Lucy spielt den erstmal darüber. Aber Mercury unterbricht das Spiel sofort, um vielleicht jetzt hier gleich noch ein Tor schießen zu können. Nimmt hier den Ball an, versucht ihn in die Mitte zu spielen. Harbinger steht da aber nicht rechtzeitig. Lucy die Möglichkeit, aber kriegt den Ball nicht jetzt nochmal gefährlich von Chicago. Beide springen hier drauf. Jetzt die Möglichkeit hier für Mercury mit einem weiten, weiten, starken Schuss nach vorne zu gehen. Da kommt aber Chicago noch rechtzeitig an und spielt den sehr, sehr klug auf die linke von ihm aus gesehene Seite, um da erstmal hinzugehen, wo kein Gegner ist. Yep, so sieht's aus. Chicago misst hier den Ball. Mercury jetzt mit dem Pass in der Mitte. Lucy kann den aber weit rausklären. Da steht aber Harbinger. Der hat jetzt genug Zeit. Beziehungsweise auch Mercury hat genug Zeit, hier den Ball rauszuspielen. Einmal Lucy hier rüber. Chicago contestet den Ball. Aber jetzt, wenn Harbinger den schnell rüberspielt, kann man jetzt hier ein schönes Play createn. Mercury wieder über die linke Seite versucht, ihn in die Mitte zu spielen. Wo schon Chicago wieder steht, um den Ball rauszuklären. Ja, also jetzt hat sich Maccabi ist wirklich aufgewacht. Die positionieren sich sauber, sind eingespielt und kriegen hier wirklich Plays zustande. Mercury bumpt hier nochmal Chicago, eher ungewollt, denn Chicago ist vor ihm reingefahren. Der Ball geht sehr, sehr weit, geht aber erstmal vorbei. Der ist nicht so gefährlich. Der wäre noch fast gefährlich gewesen, weil Maccabi komplett draufgegangen zu zweit. Double Committen ist nie so gut, vor allen Dingen in einem Tour nicht. Aber Lucy kriegt den Ball jetzt erstmal weit nach vorne. Harbinger muss jetzt zurück rushen. Lucy mit der Chance, den Ball nicht mitzukriegen. Chicago kriegt den Ball nicht, hatte hier fast noch die Chance. Und Mercury spielt ihn zur Seite, nimmt den Ball jetzt erstmal mit. Nimmt erstmal den Boost, sehr gut gemacht, um erstmal seine Gegner zu faken, dass die unter Umständen Richtung Ball fahren oder abbrechen oder erstmal gar nichts machen. Und Mercury kriegt den Pass hier von Lucy leider nicht sauber geklärt. Mercury steht da in der Mitte perfekt in Position, um hier den Clear von Lucy abzufangen. Und dann hat er das auch nett vor sich, was er natürlich nutzt und somit verkürzt er auf 2:1. Ja, das ist hier wirklich sauber noch gespielt. Mercury stand hier genau richtig, der Clear nicht sauber gemacht.
Chance hier genutzt, weil der Gegner einen Fehler gemacht hat. So muss man, das haben wir vorhin schon mal gesagt, einfach mal machen. Mercury hier mit der Chance 50-50 mit Lucy. Chicago fährt da unten vorbei, steht jetzt im Tor, um den Ball hier vielleicht nehmen zu können. Lucy verpasst ihn aber auch. Harbinger hätte jetzt hier die Chance noch gehabt, vielleicht aufs Tor zu schießen. Und jetzt Double kommt mit Chicago, die Möglichkeit jetzt hier, kein Boost mehr. Kriegt den Ball vielleicht noch in die Mitte. Pincht ihn hier, geht sehr, sehr weit raus. Lucy muss den Ball jetzt hier erstmal nehmen. Kriegt ihn so, dass er nochmal weit in die Mitte reingeht. Mercury hier oben, Harbinger auch. Und wenn jetzt hier Chicago hinkommt, den Ball in die Mitte kriegt, kann vielleicht Lucy den nochmal annehmen. Kriegt ihn aber nur in die Ecke, nicht wirklich weiter. Und Harbinger jetzt die Möglichkeit, weiter nach vorne zu gehen. Mercury fährt die ganze Zeit rückwärts, das ist sehr, sehr gefährlich. Chicago umspielt ihn quasi und Mercury geht hier noch dazwischen. Teammate wird hier weggebannt. Mercury nochmal auf die andere Seite. Jetzt wird so ein bisschen hier gepanickt, denn der Ball ist sehr, sehr gefährlich hier. Ans Backboard. Ach, da war die Chance, da noch zu erhöhen. 3-1. Mercury dreht um. Ball geht hier erstmal ins Backboard und. Und. Was ist das? Oh mein Gott. Das war aber ziemlich knapp. Chicago misst erst den Ball, hat aber dann nochmal die Chance, auf der Linie nochmal zu korrigieren. Und saved somit hier noch den Ball. Und jetzt. Nimmt das Spiel hier ordentlich in Fahrt auf. Ja, das wird echt immer spannender. 2-1, eine Minute jetzt gleich noch zu spielen. Harbinger muss hier hinterher rushen. Und Lucy kriegt den Ball jetzt in die Mitte. Die Möglichkeit hier für Chicago vielleicht, aber Mercury ist schon oben. Und der Ball geht sehr, sehr weit. Gefährlich auch noch aufs Tor. Lucy rechtzeitig zurückrotiert. Die Möglichkeit hier über die Sidewall jetzt nach vorne zu gehen. Um den Ball dann irgendwie reinzubringen. Harbinger springt ja zwischen Chicago weiter clear nach vorne, geht hier nochmal selber hinterher, kriegt den Ball aber nicht sauber und deswegen Mercury hier die Möglichkeit, den Ball zu spielen. Lucy in der Zeit aber wieder nach hinten rotiert und lässt den Ball sofort wieder in diese Hälfte zurückwandern, damit sie direkt wieder hier Offensive aufbauen können. Ja, wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr und wenn man hier das Spiel ausrechnen möchte, braucht man natürlich noch das Tor. Mercury mit dem Dribble faked einmal, kommt dann Lucy vorbei und jetzt der lange Ball in die Mitte, aber Harbinger ist nicht da und jetzt müssen sie eigentlich all-in gehen. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen, was sie haben, weil letztendlich ist es dann auch egal, wenn sie noch hinten einkassieren, weil sie hier das 2-2 brauchen. Ja, absolut, da kann ich dir nur recht geben. Jetzt müssen sie aber ganz schnell machen. Es wird hier noch demolished. Jetzt haben sie hier die Chance, der Ball fällt hier fast runter, der Ball geht nochmal gefährlich. Lucy droppt den Ball und genau richtig gemacht. Maccabi hat hier den Reverse-Sweep hinbekommen. Sie gewinnen 3-2 in dieser Series und haben damit Platz 3 belegt. Was für ein Spiel jetzt gerade. Wir sehen noch Team Schäufele mit einem Shot. Nee, Entschuldigung, mit 3 Shots mehr. Ich habe mich gerade so ein bisschen dezent verrechnet, wenn man sich nämlich nur eine Person anguckt. Aber sehr, sehr schön hier gespielt. Und ja, also es ist, ja, ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass hier der Reverse-Sweep noch zustande kommt.